Haben Volksparteien noch Zukunft? Gerade für eine Großpartei ein mutiges Thema, das Landesgeschäftsführer Bernhard Rinner beim traditionellen Diensttalk diskutieren ließ. Gemeinsam mit Claudia Giegler und geladenen Experten aus Politik und Sozialforschung ging man den politischen Entwicklungen in der Zentrale der Steirischen Volkspartei genauer auf den Grund. Die Ursachen sind primär in der Gesellschaft zu finden. Das Zerbröckeln der geschlossenen Milieus, die Gesellschaft ist so viel mobiler geworden und daher greifen die alten Konzepte, die auf anderen Voraussetzungen aufgebaut haben, einfach nicht mehr. Die Leute werden vielfältiger. Und entsprechend muss sich auch Politik, müssen sich die Parteien verändern. Es gibt nicht mehr die eine Politik für das gesamte Volk, sondern man muss verschiedene Angebote machen und gleichzeitig aber mit den gleichen Werten diese Angebote begründen. Wir waren noch vor 40, 50 Jahren in Österreich eine Zwei-Parteien-Demokratie. Die Gesellschaft hat sich verändert, ist pluralistischer geworden. Deswegen ist es schwieriger für Volksparteien, also für große Parteien, noch an ihre früheren Erfolge anzuschließen. Was die möglichen Ursachen angeht, gingen die Meinungen der Experten auseinander. Ich glaube, es liegt daran, dass der Bürger eine andere Form der Kommunikation sucht. Viel direkter, aber will auch viel ernster genommen werden. Allerdings macht er sich auch andererseits wieder die Türen zu, will von Politik auch nicht rund um die Uhr belästigt werden. Es sind also eine gewisse Ambivalenz, die wir hier haben. Und die Parteien müssen Wege finden, diese Ambivalenzen zu durchbrechen. Sie müssen neue Wege finden, die eigentlich die alten sind. Volksparteien müssen sich in Zukunft neu erfinden, breiter aufstellen, mehr Leute, Bürger erreichen. Umweltschutz, Nahverkehr, all diese Fragen beschäftigen die Leute vor Ort. So gesehen haben die Parteien, die Volksparteien eine Chance, wenn sie sich neu aufstellen und ein anderes Angebot formulieren. Parteien sind sicherlich schlecht beraten, so zu tun, als könnten sie alle ansprechen. Parteien sind besser beraten, wenn sie sich bewusst machen, wen sie nicht ansprechen können. Und wenn sie daher umso intensiver ansprechen können. Dem Zuwachs an neuen und kleineren Parteien steht man eher skeptisch gegenüber. Es geht eigentlich darum, ob neue Parteien neue Themen haben, die man bislang vernachlässigt hat. Aber wenn man gerade jetzt die Piraten als neue Partei und deren Themenpalette anschaut, sieht man erstmal, wie hilflos diese Piratenpartei in ihren Themen ist, weil sie bis zum heutigen Tag das Thema Urheberrecht noch nicht mal inhaltlich definieren kann, was sie eigentlich möchte. Die Piraten haben Anfangslorbeeren, Vorschusslorbeeren bekommen, haben jetzt erste Gehprobleme beim Erwachsenwerden. In einigen Städten werden sie überleben, aber langfristig bin ich hier eher skeptisch. Also in Österreich sind die Chancen für neue Parteien sicherlich grundsätzlich sehr groß. Allerdings ist auch der Wettbewerb in diesem Feld sehr groß. Es werden immer wieder neue Parteien nachstoßen, weil die Wähler immer weniger berechenbar sein werden. Alle Parteien sitzen quasi in einem Boot. Das Besondere, was Volksparteien haben, nämlich Politik gestalten zu können, Politik wahrnehmen, Politik zu diskutieren, gar nicht mehr stattfindet in der Parteirealität. Ich glaube, wenn das wieder erfunden wird, reerfunden wird, mit einer neuen Lebendigkeit ausgestattet, muss man sich um Volksparteien in Zukunft keine Sorgen machen. Das Thema beim nächsten Dienstag am 30. Oktober, das Pensionsdilemma. Unter anderem mit Pensionsexperte Professor Bernd Marin und ÖGB-Präsident Horst Schachner.